Wir zeigen euch einen Balkon im 7. Stock eines Wohnblocks, der von schnöden Waschbetonplatten befreit wurde und sich zum schicken Gartenparadies entpuppte. Volker Kugel, der Gartenexperte, zeigt uns die schönsten Bäume, Stauden und Blumen auf der Landesgartenschau in Überlingen. Und es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute beginnen wir gleich mal mit einer Schönheitsoperation. Nein, es gibt keine neue Nase für mich, sondern es geht um diesen Balkon im 7. Stock eines Mehrfamilienhauses. Der war in die Jahre gekommen, die alten Waschbetonplatten waren nicht mehr schön. Und jetzt ist daraus ein Wohngarten entstanden. Und das war logistisch gar nicht so einfach. Gartenträume werden Ihnen präsentiert von Ihren Experten für Garten und Landschaft, Gallabau Baden-Württemberg. Heute geht's hoch hinauf auf einen Garten im 7. Stock eines Wohnblocks in einem Vorort in Stuttgart. Der Anfangszustand hier vor Ort war eine Waschbetonfläche mit Waschbetontrögen. Alles aus den 70er Jahren, genauso wie der Gebäudekomplex. Es war alles in die Jahre gekommen und das Ganze musste saniert werden. Die Herausforderung hier drin bestand, dass wir hier im 7. Stock sind. Das Ganze hat natürlich logistisch eine große Herausforderung dargestellt. Wir mussten erstmal die ganze Fläche abräumen mit Autokran und allem. Also es bedurfte einer großen Feinplanung bei dem Ganzen. Alles, was Sie hier sehen, wurde neu gestaltet. Es handelt sich um eine Fläche von ungefähr 60 Quadratmetern. Es war gewünscht, eine Wasserfläche einzubauen. Das haben wir in diesem Bereich gestaltet, haben dort gleichzeitig mit dem Wasser eine Wand erzeugt, um gleichzeitig einen Sichtschutz zu erzeugen und eine gewisse Lebendigkeit zu haben. Dann war ein weiterer großer Wunsch, war ein Loungebereich und verschiedene Bereiche einfach auf dieser Terrasse zu haben. Zu Beginn war das ein langer Schlauch, wo es darum ging, das Ganze in verschiedene Einzelbereiche zu zonieren, um den Lebensraum von innen zu erweitern, in der Nutzung natürlich zu gliedern und den äußeren hier sehr schön, die sehr schöne Umgebung, nämlich diese Parkanlage, irgendwo ein Stück reinzuholen, also immer wieder Durchblicke zu erzeugen und Ausblicke zu erzeugen. Neben der Balkongröße ist dessen Ausrichtung zur Sonne einer der wichtigsten Faktoren zum erfolgreichen Garten auf dem Balkon. Hier sind wir auf praller Südseite. Deshalb sollten es Pflanzen sein, die die Hitze gut ertragen. Als Sichtschutz dient eine Eibenhecke. Sie ist immer grün und schön blickdicht und zudem ein Tummelplatz für Vögel, die sich gerne darin verstecken. Darunter sind als zweite Ebene Hortensien sehr dekorativ. Der pflegeleichte Ahorn ist ideal geeignet für die Pflanzung in einem Trog. In seinem Schatten gedeihen Elfenblumen sehr gut. Sie sind schöne, dichte Bodendecker. Aber auch andere Stauden wie Salbei oder Frauenmantel sind tolle Beetpartner. In der eigens angefertigten Wasserwand mit Becken sind nicht nur Schachtelhalm und Seerosen geeignete Wasserpflanzen, sondern auch der Wassersalat. Er sieht dem Kopfsalat tatsächlich sehr ähnlich, aber nicht essbar. Stattdessen hilft er, überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser zu entfernen und reduziert auch somit das Algenwachstum. Neben den Pflanzen ist auch ein harmonischer Materialmix wichtig. Welche Materialien wurden denn verbaut? Wir haben hier, wenn wir bei den Bodenbelägen beginnen, gearbeitet mit Holz, dann mit unbehandeltem Holz, mit einem Hartholz und haben aber mit Naturstein kombiniert, um so eine gewisse Gliederung zu erreichen. Und haben dann mit Stahltrögen gearbeitet, die wir natürlich brauchten, um überhaupt pflanzen zu können in dieser intensiven Art und Weise. Haben damit Stahl gearbeitet, der lackiert ist und eben mit ganz, ganz viel Grün. Neben der logistischen Herausforderung gab es hier die statische Anforderung, die berücksichtigt werden musste. Wir haben hier mit immensen Massen zu tun und Gewichten. Also das
sind zum einen die ganzen Füllungen der Tröge, die Tröge an sich, das Wasser, das hat alles ein immenses Gewicht. Das musste natürlich sauber mit dem Hochbau abgestimmt werden. Praktisch die automatische Bewässerung. Sie sorgt immer für die richtige Wassermenge und ein gleichmäßiges Pflanzenwachstum. Doch der Gartentraum auf dem Balkon hat noch mehr zu bieten. Eine weitere Besonderheit hier oben ist gewesen, dass man auf engstem Raum alles konzentriert kombinieren musste. Also wir haben hier Möglichkeiten geschaffen, eigene Möbel zu kreieren. Nämlich zum Beispiel diese Kissentruhe, auf der ich sitze, wo nachher die Auflagen alle integriert werden. Dann sind alle Stahlteile aus einer eigenen Manufaktur und es ist natürlich eine Beleuchtung hier oben vorgesehen, um einfach auch abends und in der kalten Jahreszeit den Raum einfach nutzen zu können, sowohl aus dem Gebäude heraus als auch draußen natürlich. Das Wichtigste bei einer Gestaltung für einen Dachgarten ist für mich, neben dem Mehrwert für den Kunden, der sich natürlich wohlfühlen soll, den Lebensraum erweitert haben soll, dass ich gleichzeitig, dass diese Dachflächen, die ohnehin in Städten in einer großen Vielfalt vorhanden sind, einfach sinnvoll genutzt werden, sowohl fürs Kleinklima als auch für eine gewisse Vielfalt, was jetzt Flora und Fauna auch angeht. Tiny Living ausgestattet nur mit dem Nötigsten. Tiny Living ist absolut im Trend. Doch muss es immer ein kleines Häuschen sein oder darf es vielleicht auch ein Hausboot sein? So eines, wie auch die Kelly Family 10 Jahre lang genossen hat. Katie Kelly zeigt uns heute ihre Lieblingsorte auf dem alten Hausboot. Die Küche ist das Herz des Hauses, so heißt es. Warum sollte das nicht auch bei einem Hausboot gelten? Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass der eine oder andere Hit der Kelly Family hier in der Kabine entstand. Vielleicht auch der Song House on the Ocean. Heute steht das Boot wenige hundert Meter vom Rhein entfernt in Speyer, nicht am Ozean. Sie fragen sich, warum? Wir erhielten irgendwann einen Anruf vom Management von Joey Kelly, ob wir das Hausboot haben möchten. Denn er hatte im Fernsehen einen Transportfilm von uns gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, entweder war es der Transport von der Concorde oder von der Boeing 747. Und er fand es dann so spannend, hat dann recherchiert nach den Museen, was es da so zum Angucken gibt und dachte, ja, eigentlich würde ja so ein Hausboot da ganz gut passen. Und so ist dann der Erstkontakt entstanden. Einem Hausboot fehlt es im Vergleich zu einem Haus meist an Breite. Alles also etwas schmäler. Manchmal ist es eben wie in einem Tiny House. Die Jean O'Kelly ist Baujahr 1923. Holz dominiert die Innenräume. Das Schiff befindet sich noch immer im Besitz der Kelly Family. Deshalb sind die Räume nicht zugänglich. Aber die Wohlaugen sorgen für vollen Durchblick bis runter zum Fliesenboden. Schon alleine das Reingucken oder auf dem Schiff laufen finden die Leute super, denn es ist so ein, ja, so ein schönes Schiff, so schön antik, was Besonderes. Und das sieht man dann doch nicht so oft in diesem Stil und die Leute finden es richtig gut. Und es ist natürlich ein Mekka für alle Fans, die regelmäßig hierher kommen, um zu sehen, wo haben die Idole denn früher mal gelebt. Und wenn Casey Kelly dann mal vorbeischaut, dann muss sie natürlich ihr altes Zimmer besichtigen. Auch wenn sie zugegebenermaßen andere Lieblingsplätze auf dem Schiff hatte, nämlich die Kabine oben. Die Kabine hat so einen riesen Blick. Und das war der Zimmer von Papa, wo auch sehr viele Entscheidungen gemacht wurden, weltweite Entscheidungen, wo wir jetzt gehen nach Amerika oder Südamerika oder solche Sachen, die wurden alle diskutiert. Und das war meine Lieblings. Aber auch hier, es ist auch der Herz von der Familie gewesen, die Küche und so weiter, die beiden Räume. Ein maritimer Einrichtungsstil ergibt sich hier quasi von selbst. Für ein Boot total unüblich war sicher das eingebaute Tonstudio der Familie. Das ist allerdings nicht mehr an Bord. Der Rest der Einrichtung durchaus noch. Das Wohnzimmer kann mit seinen schiffstypischen Fenstern und der Dekoration gar nicht verbergen, dass man sich auf einem Schiff befindet. Sicher war es manchmal eng, doch die Familie war auch oft monatelang auf Tour. Dann ging es zurück aufs Schiff. Und noch heute kommen die Kellys vorbei. Am Anfang war es noch mehr.
Dann gab es auch hier schon mal die ein oder andere Autogrammstunde oder der Angelo hat hier auch schon eine Musiksession gemacht oder Pressetermine und ab und an kommt tatsächlich noch mal jemand vorbei, denn die haben ja auch schon wieder Kinder und die Familienmitglieder von der Kelly Family zeigen jetzt praktisch der nächsten Generation mal, wie sie selbst groß geworden sind, was ganz anderes ist wie heute. Sowas kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass so viele Menschen auf so engem Raum gewohnt haben. Das Lichtdesign ist schiffstypisch speziell. Oberlichter sorgen für großzügige Lichtinseln, denn die kleinen Bullaugen lassen größenbedingt nicht allzu viel durch. So perfekt das auch wirkt. Oben auf Deck muss das Ganze dann speziell gegen Betreten gesichert werden. Doch der Blick in den Himmel ist so stets garantiert. Und wer auf einem Hausboot lebt, der hat eben auch immer eine Dachterrasse. Das war sicher nicht das zentrale Entscheidungskriterium für die Kelly Family. Aber auch dieser Punkt spricht für das Leben auf einem Hausboot. So ein Hausboot hat natürlich was. Wir sehen uns gleich wieder, dann entführen wir euch auf die Landesgartenschau nach Überlingen und zeigen euch traumhafte Gärten. Bis gleich. Und weiter geht das mit Bauen und Wohnen und wir entführen euch jetzt an den Bodensee. Wart ihr schon auf der Landesgartenschau in Überlingen? Wenn nicht, habt ihr vielleicht ein paar richtig schöne Gärten verpasst. Und die zeigt euch jetzt Volker Kugel und das Schöne ist, er gibt euch noch ganz viele Tipps für den eigenen Garten. Volker Kugel, der Gartenexperte und Direktor des blühenden Barocks in Ludwigsburg, führt uns heute durch die Landesgartenschau in Überlingen und zeigt uns praktische und schicke Gartenideen. Wir starten im sogenannten verlorenen Garten. Eine mächtige alte Blutbuche verschattet hier die Grünfläche. Mit den geeigneten Pflanzen und einigen Tricks lässt sich aber auch dieser schwierige Bereich optisch aufhellen. Ja, das Pflanzkonzept ist ganz klar ausgerichtet auch auf diesen Ort, der ja ein bisschen dunkler ist als manche andere Stellen hier auf der Gartenschau. Das heißt, man braucht Pflanzen, die mit Schatten sehr gut klarkommen und mit diesem wechselnden Licht auch klarkommen. Das ist sichtbar gelungen, also die Pflanzen sind ja im zweiten Jahr schon hervorragend eingewachsen. Und ganz wichtig ist, der Planer Karl Friedrich hat sich die Farbe Weiß als Konzept ausgedacht, einfach um dieses bisschen Dunkle zu erhellen. Da hat er zum Beispiel hier die Schaumblüte, da hat er hier die weiße Anemone, die kommt noch, die braucht noch ein paar Tage. Und dann natürlich hier diese lasierten Robinienstämme, die dienen einfach auch nochmal der Verstärkung dieser weißen Optik. Und ganz klar dann die Birke mit ihren weißen natürlichen Rinde verstärkt auch nochmal dieses Weißfeeling. Im Garten der Entspannung geht es modern zu. Hier lässt sich jede Pflanze mittels QR-Code ermitteln. Modern auch die Architektur des Pavillons. Ja, klar ist, der Garten hier ist ein moderner Garten. Und die Elemente eines modernen Gartens, die sind Stahl, Glas und das in Kontrast zu diesen wunderschön gemachten Natursteinmauern, die sehr dunkel gehalten sind. Und dann darf in so einem modernen Erholungsgarten natürlich auch das Element Wasser nicht fehlen mit diesem Wasserlauf aus Edelstahl, auch ganz fein gebaut. Und letztendlich wird das Thema Wasser dann hier noch auf die Spitze getrieben mit dieser Outdoor-Dusche. Also draußen leben, draußen feiern und natürlich gehört dazu dann auch noch eine Außenküche. Also ein moderner Entspannungsgarten. Die Landschaftsgärtner der Region haben neben der Stadtgestaltung auch 19 Mustergärten gebaut. 13 davon sind sogenannte Villengärten, da sie sich um die alte Villa gruppieren. Und 4 davon schwimmen auf Inseln im Bodensee. Dieser schwimmende Garten ist als liegende 8 angelegt und symbolisiert die Unendlichkeit. Ein avantgardistisches Gartenkonzept. Man sieht, hier ist nur eine Erdschicht, also Substratschicht von ungefähr 6 cm. Das heißt, man muss Pflanzen hier in dieser aufsteigenden 8 so auswählen, dass die mit diesem extrem wenig Boden auskommen, gleichzeitig die volle Sonne aushalten. Hier, wenn hier volle Sonne scheint, dann haben wir eine Mordsstrahlungsintensität. Und da haben die Saums sich die Sedum überlegt als Hauptpflanze, diese fette Henne und dann noch diese Moose. Aber vor allem die Sedum gestalten auch hier jetzt momentan mit der gelben Blüte die Grundstruktur. Und jetzt kommt das bisschen Verrückte, dass nur 20 cm entfernt
also auf dem unteren Teil, also auf dem unteren Teil, auf dem eigentlichen Schwimmkörper, dass da ganz andere Pflanzen wachsen, weil hier ist ein anderes, sind andere Lichtverhältnisse, ein anderes Klima. Und auf kleinstem Raum haben wir ganz verschiedene Pflanzengesellschaften. Auch das eine tolle gärtnerische Leistung. Jeder einzelne Garten, der auf Pontons angelegt wurde, hat natürlich sein eigenes Pflanzkonzept. Im Garten Leichtigkeit des Seins setzen die Gärtner auf eine luftige Staudenpflanzung. Im kleinen Universum, im Garten Insel der Verbindung, dominieren Kräuter und auf der Insel der Träume ist die ästhetische Verzahnung zwischen Wohn- und Außenraum besonders gelungen. Doch nicht nur die Stürme und zerstörerischen Wellen erschweren die Umsetzung und Instandhaltung der Gärten. Auch die Pandemie hat allen Beteiligten einiges abverlangt. Wir blicken zurück auf die Vorbereitungen und Schwierigkeiten der letzten 11 Jahre bis zur Eröffnung der Landesgartenschau. Überlingen am Bodensee statt Nürtingen. Der Jubel war groß, als diese Entscheidung 2010 feststand. Das schöne Städtchen am See wird erstmals eine Landesgartenschau ausrichten. Im Herbst 2016 starteten die ersten Bauarbeiten am Uferpark, die sich auf 3 innerstädtische Gärten zogen. In 4 Jahren soll hier eine neu angelegte Gartenkultur entstehen. Und das auf einer Fläche von rund 11 Hektar. 5 individuelle Bereiche, in die alle Beteiligten viel Kreativität und Herzblut stecken. Und vor allem nach und nach Farbe bringen wollen. Besonderes Highlight: die schwimmenden Gärten, die leicht schaukelnd auf Pontons in den Bodensee ragen sollen. Aufgrund der besonderen Lage am Uferweg wird eine halbrunde Steganlage in den See gebaut. Auch die verwunschenen Menzinger Gärten werden umstrukturiert und in Form gebracht. Neue Wege werden angelegt und die geplanten Gartenkabinette sind auch schon erkennbar. Für die Kleinen entsteht ein Abenteuerspielplatz, ein 60 Meter langer Trail aus Stangen und Seilen. Dann die große Enttäuschung. Die geplante Eröffnung am 23. April 2020 wurde abgesagt, wegen Corona. Nach 10 Jahren intensiver Arbeit mussten die Verantwortlichen erst einmal die Pausetaste drücken. Die Gärtner aber konnten die Zeit nutzen und im Herbst noch einmal 50.000 Blumenzwiebeln setzen. Jetzt, Anfang April 2021, steht die Eröffnung kurz bevor, trotz Corona. Letzte technische Handgriffe werden erledigt. Dann die erneute Notbremse. Auch die Eröffnung am 9. April 2021 verschiebt sich weiter. Nach langem Warten und mehr als einem Jahr Verzögerung durch die Corona-Pandemie konnte die 28. Landesgartenschau in Baden-Württemberg dann aber doch noch Ende April eröffnen. Wenn jetzt alles wie geplant läuft, können die Gärten den ganzen Sommer über bis zum 17. Oktober 2021 genossen werden. Zur Inspiration oder einfach zum Entspannen. Und unser Gewinnspiel passt auch zur Landesgartenschau. Und zwar gibt es diese Woche bei uns diesen schönen Reisekoffer zu gewinnen von unserem Partner Galabau. Ein richtig cooles Ding. Natürlich könnt ihr wieder mitmachen und gewinnen auf Instagram unter Bauen Uwun oder Facebook. Also, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Wir machen jetzt eine kurze Reisepause und dann geht es bei uns weiter mit einem Wohnprojekt. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Foodsharing, Carsharing, Couchhopping. Heute wird fast alles geteilt, nicht nur das Auto. Wenn man in jungen Jahren, zum Beispiel im Studium, mit anderen zusammenwohnt, dann nennt man das ganz einfach WG. Doch was in jungen Jahren geht, das geht natürlich auch im Alter. Wir stellen euch heute ein Mehrgenerationenprojekt in Heidelberg vor. Geschichten gibt es viele, auch wenn das Wohnprojekt Woge in Heidelberg noch gar keine so lange Geschichte hat. So meldete sich beispielsweise auf die Ausschreibung für den Rohbau nur ein Unternehmen und das war doch um einiges teurer als zunächst erwartet. Am Ende blieben die Kosten trotzdem im Rahmen. Begonnen hatte alles in einer kleinen Gruppe.
Es fing an, dass klar war, dass die Amis weggehen und dass hier auf der Konversionsfläche, dass es hier einen Haufen Blocks gibt. Und dann haben wir, so ein Freundeskreis, hat beschlossen, wir bewerben uns dann um einen Block. Und wir waren alle, sagen wir mal, relativ alt und wir haben uns alles so was Gemeinschaftliches im Alter, also gutes Leben im Alter vorgestellt und nicht so vereinzelt irgendwo. So ging es an. Zum gemeinschaftlichen Wohnen gehört auch ein Gemeinschaftsraum, doch der wird, wen wundert's, pandemiebedingt gerade nicht wirklich viel genutzt. Auch nicht ganz unwichtig, die Ladesäulen vor der Tür gehören zum Aspekt Nachhaltigkeit. Doch sehr viel früher in der Planungsphase setzte sich zunächst mal eine ganz andere Erkenntnis durch. Und irgendwann haben wir dann eben auch erkannt, dass es eher dann ein Altersheim wird, wenn man nur mit der Alten zusammen wohnt. Und dann haben wir eben, also wollten wir dann auch mehrere Generationen und haben das dann auch systematisch so geplant. Heute leben hier 74 Erwachsene und 29 Kinder, Paare, Familie, Alleinstehende. Das Gebäude zur Straßenseite ist ein Neubau, dass es aber auch Bestandsgebäude gibt, in denen einst US-Soldaten mit ihren Familien wohnten, das ist nicht unmittelbar erkennbar. Gemeinschaftlich wohnen ja, aber die eigene Wohnung ist jeweils individuell gestaltet. Letztlich sind es Eigentumswohnungen und die Wunschliste war von vornherein sehr klar. Die Wunschliste war erstmal gemeinschaftliches Wohnen, das zweite war nachhaltiges Wohnen. Also schon, sagen wir mal, einen hohen ökologischen Standard. Und dann wollten wir halt auch schön wohnen. Und schon auch, sagen wir mal, dass jeder eine Wohnung kriegt, mit der er zum Schluss zufrieden ist. Also dass man schon auch individuell das Ganze gestalten kann. Was die Bewohner letztlich auch alle getan haben. Was die Gemeinschaft betrifft, dafür gibt es Abstimmungen und Treffen, im Moment eher virtuell. Die eigene Wohnung aber bleibt die eigene Wohnung. Wer hier wohnt, will natürlich das gemeinschaftliche Wohnen mit all seinen Facetten. Aber vielleicht auch einfach mal nach einem stressigen Arbeitstag die Tür zumachen. Ich liebe es, den unkomplizierten Kontakt zu haben. Das heißt, ich gehe einfach raus, wenn mir nach Kontakt ist, in den Hof und dann trifft man jemand. Einfach ohne groß organisieren zu müssen. Man geht einfach hin und dann kann man sich austauschen. Und gerade mit Kindern, man geht auf den Spielplatz. Man hat andere Eltern, andere Kinder und jeder ist irgendwie beschäftigt. Leben auf einer Konversionsfläche. Die Stadt Heidelberg hat hier die Möglichkeit für Wohnprojekte eröffnet. Die Bewohner der Woge haben die Chance auf ihre Weise genutzt. Das vorläufige Fazit ist absolut positiv. Und natürlich jetzt das Wohnfeeling ist halt auch super. Also gerade dieses untereinander, man bilden sich Sportgruppen für jegliche Interessen, Filmabende, natürlich im Moment alles eingeschränkt, aber es ist alles da, was man will. Und jeder bringt sich dort ein, wo er möchte und wo er kann. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Aus einer Idee wurde Realität. Man kann vieles sehr gut unter einen Hut bringen. Das Wohnprojekt Woge beweist es täglich. Das war's für diese Woche, auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir hatten ein paar interessante Themen für euch dabei. Kommende Woche bin ich wieder für euch unterwegs. Es gibt ein neues Tobias entdeckt. Was die Redaktion sonst noch hat, das seht ihr gleich in der Themenvorschau. Also, euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Tobias geht wieder auf Entdeckungstour. In einer neuen Folge Tobias entdeckt dreht sich alles um Holz und welche Produkte daraus entstehen. Dieser Sommer wird wunderbar. Ganz bestimmt mit dieser Bar aus alten Holzkisten, die euch Silke in ihrem neuen Do-it-yourself-Tipp zeigt.